mein Herz. Oh, korrekt. Für einer P. Ey, die Runde. Das kommt in mein Bestmoment. Die Runde gewinnen wir doch safe, Leute. Lass mal safe machen hier. Ich hab gar nichts. Lass mal safe machen. Ey, das ist echt traurig für den Gegner. Hier ist massenhaft Leute sind hier hingeflogen. Massenhaft Leute. Hab einen genockt. Hab einen geholt. Wie mit was denn? Bitte. Warte, ich muss gerade mal Wasser holen. Hab noch einen genockt. Alter. Ich hab meine Gift-Granate. Ich kann dir eine Pistole geben. Das ist super, ich hab eine Granate. Mein Gegner hat eine Minigun. Unfair. Ich kann dir einen Revolver geben. Komm, mach du mir schnell, bei mir ist. Okay. Oh. Also, ich hab drei Granaten und im schlimmsten Fall zieh ich die jetzt auch gleich. Werf die einfach rüber, da wo die geschehen ist. Hab drei Kills, Alter. Bei mir sind Leute, bitte kommt mal zu mir. Ich hab aber nur eine Sniper und eine. Ja, ich hab auch nur eine Sniper und eine AR. Auch traurig. Pass auf, ich seh da oben auf dem Dach, sehe ich Leute. Oh, werf mal rüber, schnell. Ich hab keine Ressourcen. Wer jagt mich jetzt ein, Alter? Ich bin beschäftigt, ich muss Fortnite zocken. So, pass auf jetzt hier. Ja, oh, du hast getroffen. Oh mein Gott. Sauber. Boah, ich hab ihn bekommen. Ich sehe gerade eine Waffe, liegt hier rum. Hab ich mir gegönnt gerade, schnell. Komm mal eine Waffe, jawohl. Hier ist bei mir noch einer. Hören. Ich hab ihn. Kills, ey. Ist auch noch ein Medkit, wenn ihr einen braucht. Hier ist schon alles leer. Hier ist nichts mehr. Alles Tango gemacht, Alter. Hier ist ein Medkit. Ja, genau. Ah, wir gucken vier Leute zu. Wie wär's, die gucken vier Leute zu? Ach so, weil du schon vier Leute platt gemacht hast, oder was? Ja, fünf Leute. Aber noch Leute. Könnt ihr eigentlich auch mithören? Nee, ne? Man kann das nur sehen. Nee. Auch nicht. Ja, Gott sei Dank. Hier liegt ein Granatenwerfer für jemand, der es will. Oh nö, ich kann damit eh nicht. Weil ich benutze sie nicht so gerne. Ist da Munition drin? Ja, da hier liegt noch zwei für dich. Das nehme ich mit. Ach, das ist leer. Das ist immer OP. Ja, aber damit kill ich mich nur selber. Ja, ich mit dem Rocket Launcher kill ich mich immer. Nicht genug Munition. Ich finde den Rocket Launcher gar nicht so gut. Ja, der macht halt die Wände kaputt, ne? Also. Naja. Trotzdem, ich nenne den auch Noob-Launcher. Noob-Launcher. Wir waren aber irgendwo noch im Fight. Ich habe noch ein paar Granaten gefunden hier oben. Liegen noch welche rum. Drei Stück, ja, habe ich. Das ist wirklich nicht zu fassen. Was? Zone? Die Zone ist eigentlich immer ein Retailer, ausnahmsweise mal. Warte mal, ich komm. Wo ist er? Hier beim Taco-Laden. Da muss ich gerade abhängen. Ich habe gerade gesehen, von da hinten kam was. Ja, da oben. Leute, hier kam doch von hier hinten, kam doch auch gerade was. Ah, der rennt weg, der rennt. Oh! Oh, getroffen. Hab ihn gehittet. Hab ihn genockt. Oh, da ist noch einer, Achtung. Da ist noch einer. Ja, direkt finishen, die machen es auch immer. Ah, der haut ab. Ist doch so, aber, oder? Der haut beim Broken ist der andere. Ja, ich seh's. Ich seh die gar nicht. Oh nein, mein Monitor. Ist gerutscht. Jetzt dahinten hab ich ihn gesehen. Ah ja! Wo ist der? Irgendwo hier drinnen. Ich habe Granaten, warte. Ja, schieß mal rein, weil ich will in die Zone. Du holst den schon. Ah, die Zone kann was werden. Bei mir sind sie, bei mir ist jemand, oder? Okay, ich komme. Hinter mir. Der schießt von da hinten. Okay. Da ist er hinten eingebaut gerade. Ah, da hinten, ja, ich sehe es bei Westen 1285. Außerhalb von PC. Recall, sorry. Ah, ja, da sehe ich ihn. Aber der hat genauso gut geschossen wie ich, also keine Angst, Lamm, Leute, den macht ihr fertig. Wir hauen ab, die haben. Das wundert mich nicht. Ja, klar, wir haben Schneider. Ja, und wir haben. Und die Zone ist ein Stück weg von uns. Oh, ich schaff's an der Grenze immer. Oder es liegt an meinem Rabenskin-Kapper. Aber dafür, dass ja am Anfang so extrem viele hergeflogen sind,
stehen wir noch alle Vierer. Das ist auch nicht so verkehrt. Ja, ich habe sogar 6 Kills. Scheiße, ey, ich habe gar keine. Ich habe nur 2. Scheiße, ich habe 2 Revolver bloß. Fuck. Hat jemand ein Maschinengewehr oder irgendwas ähnliches? Ja, ich habe 2 Stück. Dann tausche ich. Nee, ich hab's. Leider nicht. Ich hab nur ein taktisches Rotflinte und nur ein blaues M16. Ich hab Raketen eingesammelt gerade, ja. Aber. Ja, ich bräuchte dich. Ich hab okay, warte, pass auf. Wie geht das? Das ist ja bei W, aber die sind weit weg. Max. Absetzen. So. Hatte Kutsche. Danke. Ah, ich schieße. Hier unten. Unten? Bauen wir nur wirklich runter und... Oh, stark! Stark, was du gemacht hast. Sau stark. Ich verstecke mich immer so, dass ich gar keinen sehe. Das geht mir auch so. Nein! Ich sehe auch niemanden. Ab ein Gebet mit Jagd, oder? Getroffen. Pass auf, aber... Einer ist low. Habt ihr Mr. Kuno sicher? Oh mein Gott. Oh, er ist hier, oh mein Gott, ganz close. Nein! Ach, du hast die Wand schon wieder. Quitty, du schaffst es, hatte. Er hat mein Skin, das ist traurig, bitte töte mich nicht. Oh Mann. Jetzt ist das vorbei. Er hat gut getroffen, aber... Ich hab... Egal, 6 Kills, 0. 0. So. Oh, der Quitsch, der davor geschrieben, ja, was, wozu denn? Kritschi vernachlässigt Dafu und mich nicht erwarten. Sehen Sie sich auf dich. Er hat gezockt, Mann. Ich kam nicht an euch ran. So, jetzt machen wir das nochmal. Ich hole jetzt nochmal Dafu und Maki mit dazu. Mal gucken. Oder ich komme da. Ich gehe da mal bei Dafu mit rein in die Gruppe. Mal gucken. So, pass auf. Also, ich wechsle nochmal die Gruppe. Ich gehe mal rüber zu Dafu und ja, mal gucken, wo die eigentlich sind. Warte mal. Dafu und Markim. Einladungen. Was ist das hier? Einladungen? Der darf das wissen. Dann gehen wir da rein. Ist schon aufgelöst. So. Pass auf, ich geh mal aus der Gruppe raus und hol nochmal den Dafu und den Markim dazu. Mal gucken, was dann passiert. So. Aber hier geht wieder mal nichts. Guck mal hier, ich komme ja nicht raus aus der Gruppe. Doch hier, Gruppe verlassen. So. Gibt's ja gar nicht. Also, jetzt gucken wir mal, ob wir. Hä? Aber hier steht doch. Das verstehe ich gar nicht. Ihr spielt doch noch. Kann ich mitzocken? Ich habe dir eine Einladung geschickt. Rango, ich verstehe das nicht. Ach, jetzt ist der Markim da. Was denn? Jetzt ist der Markim da. Okay. Das stand gerade noch da, er würde doch zocken, Markim. Wir haben die ganze Zeit auf dich gewartet. Das ist doch voll assi. Guck mal, pass auf, wenn ich hier auf Einladen... Das kann ich nicht mehr auf Einladen gehen. Aber ich habe vorhin schon in der anderen Gruppe, immer wenn ich auf Einladen gehen will... Ach ja, genau, Snyder. Snyder, ich nehme dich mal raus. Okay, danke. Ja, ich geh raus. Ich nehme den Dafu mal rein. Da, kein Problem. Ja, tschüss. Wieder vielleicht. Der Schneider ist auch ein Tier. Hat gut gespielt, ne? Jetzt zeigst du mir auch den Dafu an, als in der Lobby. Das ist ja interessant. Das verstehe ich aber nicht. Keine Ahnung. Okay. Ich habe Freundschaftsanfragen bekommen, wie es aussieht. Epic. Ah, guck mal. Das ist doch gut. Du bekommst jetzt Abonnenten dazu. Oh, fuck. Mann, ey. Epic Freunde. Freundschaftsanfragen. Ach, hier unten. Lukas Paluten annehmen und da ist doch der Marco wieder annehmen. So. Okay. Gut, Markim Dafu, machen wir noch eine Runde. Könnt ihr alle reden? Seid ihr alle da? DMTQ. Machen wir noch eine Runde DMTQ. Das wäre schön auch als Finale für heute. Eine Runde DMTQ. So. Wir haben versucht, dich zuzuspammen. Nee, das stimmt, ich krieg keine Spam-Nachrichten. Genau, wir wollten nur ein bisschen. Nee, das krieg ich wirklich nicht. Also, Einladungen krieg ich nicht. Das stört mich manchmal auch ein bisschen, aber manchmal bin ich auch ganz zufrieden. Weil, wenn wir Terraria spielen oder so, manchmal, ist ja nicht auszuhalten. Zum Teil. Okay, so, Kevin Hinz will nachher nochmal eine Runde mitspielen und. Paluten Lukas mal irgendwann eine Runde mitspielen. Oh, ob wir das heute noch schaffen? Na, mal gucken. So wie ich den Trango kenne, landen wir gleich irgendwo mittendrin und dann ist die Runde gleich bei Zeiten vorbei. Trango. Komm, wenn es schon die letzte Runde ist, dann soll es ja eine gute Runde sein, oder?
Okay, komm, lass. Oh, weil, nein, da landen viele Gegner. Ich würde mal sagen, Tomato Town, da landet ja auch niemand. Machen wir das. Wenn da niemand landet, landen wir da. Wo ist ein Tomato? Oben? War das nicht. Wo war ein Tomato Town? Hab ich doch vorhin gesehen. Ich hab's markiert. Rechts. Rechts. Jetzt. Genau. Ach so. Na dann, will ich auch mal abspringen. Im Sturzflug. Juhu. Liebe Markim, Darfur und Trango. Ich habe in Tomato Town noch gar keine Tomaten gesehen. Ich spiele dieses Spiel seit Season 1. Ich sehe Tomaten, wenn ich jetzt gucke. Ich sehe Tomaten auf dem Dach gemalt. Genau. Das ist doch Sucuk. So, das. Oh Mann. Oder? Pizza Sucuk. Schneller runter. Ich bin immer eine Ewigkeit in der Luft. Ey. Ich habe eine Freundschaftsanfrage bekommen. Aha. Darf das Wissen. Genau, Darf das Wissen ist, glaube ich. Weiste Ladestuhl? Ich habe keine Ahnung. Ich komme mir den Namen nicht mehr so ganz klar. Eine Weiste kenne ich noch von früher, ne? Aber das ist der, aber das ist der aber nicht. Ja, ja, ja. Aber es ist der nicht. Oh, zwei Jahre. Seit zwei Jahren. Ich hab den nicht vergessen. Nein, aber Trango, oh, du müsstest auch eine neue, einen neuen Follower haben. Ich habe Raketen eingesammelt gerade. Wie bitte? Das? Du hast auf YouTube einen neuen Follower. Oh, den darfst du bestimmt. Schön. Ja, genau. Oh, nice. Ja, ich wünsche, ich kann auch Livestream. Bescheid. Ich kann halt mit meinem ganz normalen Ping Livestream, aber dafür muss ich halt die Kommentare aktivieren neben dran. Okay. Das stört mich. Ich brauche Waffen. Also ich habe ein. Ich kann dir eine Schrotflinte abgeben. Ich habe eine Pistole. Ich habe ein Gewehr eingesammelt. Ich hab für dich eine Schrotflinte, oh. Oder wenn jemand will. Ich hab jetzt auch eine Schrotflinte, nehme ich gerne. Oh, hier liegt auch eine Pumpgun, ja, wie nice. Ja, haben wir die? Fünf Schuss. Ich hab 12 Schuss. Ich hab aber noch eine, ich hab noch, wie heißt das Ding, was ich noch hab hier? Ein Sturmgewehr habe ich noch. Ah. Ja, guck mal, muss ich hier? Hier, guck mal hinter dir. Ja. Ja. Taktische, alles klar. Für Nahkampf? Ich muss zerstören. Okay, dann lass mal hin durch den. Doch, es darf nicht mehr. Darf du schon in deinem. Oh, hier, das hier kenne ich mich aus. Durch die Tunnel bin ich schon 100 Mal durchgelaufen. Ja, der. Irgendwie gehen wir immer da durch. Das könnte Quitschys Loot-Spot sein. Nee, hier ist, guck mal, hier ist Quitschys Camper, Camper, wo er uns besuchen kommt mit. Stimmt. Oh, ich hoffe, das war hier. Ja, dafür muss ich unbedingt, da muss ich nächstes Jahr mal irgendwann am Anfang des Jahres einen Spenden-Livestream machen, wo ich hier, weiß ich auch nicht, 5000 Euro zusammenspende. Und dann touren wir durch Deutschland. Und wisst ihr was, ich habe eine Idee, da fahren wir einfach alle zusammen durch, wir touren einfach alle zusammen. Ich komme jeden von euch abholen und dann touren wir einfach alle zusammen 3 Wochen vom Norden in den Süden bis nach Italien runter und dann wieder zurück oder so. Und machen jeden Tag einen Livestream. Mit der Blitzwerbung muss sein. Jeder Ecke machen wir dann durch. Genau, genau. Da setzen wir uns in irgendeinen Einkaufsmall, wie Penner, setzen wir uns da vor der Tür mit der Playstation und machen von da aus Livestreams. So wird es werden. Das hat Potenzial. Gibt's garantiert noch nicht so. Live, die haben immer alle einen Hut vor sich, aber ein Live-Let's Play mit einem Hut vor sich, das hat noch keiner gemacht. Die Welt ist voll mit solchen Leuten. Ja, die Welt ist voll mit Leuten, die Ideen haben, ne? Aber machen tut's halt. Ja, genau. Die machen es halt nicht. Also ich muss sagen, ich fand zum Beispiel total cool das Video. Ich habe jetzt ehrlich mal, ich muss jetzt mal ganz ehrlich Werbung machen für jemanden, den ich eigentlich gar nicht mochte. Aber ich habe das letzte Video gesehen von Tanzverbot, wo der, habt ihr das gesehen, wo das sich oben ohne ins Video gesetzt hat? Ich mache jetzt mal hier ein Ich reagiere auf Tanzverbot. Ich finde das Hammer, das Video. Habt ihr das gesehen? Tanzverbot? Nee. Tanzverbot hat sich oben ohne, hat so ein Video gemacht, hat es genannt, jetzt reicht's mir oder so ähnlich. Und da sitzt er oben ohne vor der Kamera und der ist ja ein bisschen pummelig, ne? Also der ist ja schon eher dick. Und der meint, es kotzt mich sowas von an, dass immer alle auf den Dicken rumhacken und so. Mich kotzt es an, hat er da erzählt und zeigt sich dann halt so. Und weißt du, ich habe letztes Jahr dieses Video gemacht, was ich noch nicht hochgeladen habe. Wo ich so durch Leipzig laufe und versuche, während des Laufens ein bisschen reinzureden. Und wenn man das sieht, man kommt sich so dick vor und sowas, dann traut man sich gar nicht so auf Instagram oder auf YouTube hochzuladen, weil man fühlt sich irgendwie schlecht dabei, ne?
Und da hat Tanzverbot gesagt, ich hab die Schnauze voll von sowas. Ihr habt da keinen Bock mehr drauf. Und ich finde das wirklich cool, also richtig gut. Müsst ihr euch echt mal reintun. Den kotzt es also tierisch an, dass Leute so oberflächlich sind, ihn aufs Aussehen. Da hat jemand gebaut. Das stimmt, du hast recht. Wir sind nicht alleine. Wir sind nicht alleine. Da wird auf jeden Fall mal Tanzverbot ganz schnell abonniert. Für so eine Aktion. Also ich hab den damals, ich hab den ja auch immer ewig gehatet, also gehatet kann man auch nicht sagen. Der ist bei mir auf dem YouTube-Kanal ja noch blockiert von damals. Weil der ja damals bei mir Hate-Kommentare auf dem Kanal geschrieben hat und da habe ich ihn gleich direkt blockiert. Komm rein. Der Tanzverbot hat mir Hate-Kommentare geschrieben. Komm rein in den Einkaufswagen. Ja, ja. Echt jetzt? Ah, damals hatte er, glaube ich, 2000 Abonnenten, als ich ihn kennengelernt. Genau. Der fährt im Wagen, wa? Ah, stimmt, der war ja so ein Feind von Minecraft. Genau, oder richtig, so. Genau. Der hat unter die MCPE-Videos runter. Wie erinnere ich mich genau daran? So, auf Drago. Jetzt haben wir Drago. Tschö. Ich spiel mal Golf. Hatte ich immer mal vor. Genau, und der hat damals die Videos gehatet tatsächlich und hat da richtig Hate-Kommentare drunter geschrieben. Und ich weiß nicht, ob das nicht bei Cloud sogar auch so war. Also nicht, das war bei mir, aber da waren sehr oder mehr Leute dabei. Und dadurch ist er ja erst groß geworden und der hat sich aber wirklich gut entwickelt. Und wenn ich das so sehe, was der heute für Videos macht, ich meine, das ist eine Ansage-Video, naja, was willst du dazu sagen? Aber dieses hier, ich habe die Schnauze voll und sich da wirklich als Dicker oben ohne mit Plauze vor der Kamera zu zeigen, das hat gefehlt irgendwie, das traut sich ja keiner. Jetzt baut er hier eine Brücke, ich wollte dich ins Wasser schieben jetzt. Da hat jemand versucht mich zu erkennen. Nur mal so an Zuschauer des Livestreams, diese Runde gewinnen wir safe. Mit den Typen. Die werden uns noch den Arsch retten, Leute. Die Typen. Dann Evil mag ihm. Guck mal, kann man hier auch schwimmen? Ich würde gerne mal tauchen. Ich glaub schon. Eine Runde Fische fangen. Übrigens, Creechy, als du die Folge hochgeladen hast, wo ich heftig abgegangen bin, ich hab 10 Abonnenten dazu bekommen. Echt wirklich? Zeit. Echt krass. Sehr cool. Ja, ja. Also, Trango, ja, du hast die 10 Abonnenten garantiert deswegen gewonnen, weil du diese Tipps gegeben hast für die YouTube-Einstellungen, also für die Spieleinstellungen, denn das Video hat mittlerweile 600 Aufrufe, will ich schon mal so erwähnt haben. Oh, nice. Ja, also was nice. Leute sehen wollen, sind wirklich, wie, was hast du für Einstellungen und wie gehst du damit um und wie kommst du damit klar? Das wollen Leute sehen. Also, meine Einstellungen sind nicht so einfach. Füße in die Hand nehmen. Genau. Füße in die Hand. Trango, du kannst doch mal. Du musst mal ein Tutorial. Zone kommt. Du musst mal ein Tutorial. Ach du Scheiße. Wir sind in die falsche Richtung dran, Mann. Jo. Du musst mal ein Tutorial-Video machen, welches Sprungverhalten optimal ist, um zu gewinnen. Also, ob man nach links hüpft oder nach rechts. Oder ob man am besten einen Zickzack-Move macht. Da musst du immer ein Tutorial machen. Ajo. Ich bin daran gewöhnt, einfach rumzuspringen, weil ich immer Angst vor Sniper hatte. Ey, pass auf, das Video, was ich hier hinterher draus mache, das nenne ich dann So gewinnst du safe und dann erkläre ich eben das richtige Sprungverhalten. Man muss wirklich beim Schießen immer nach links und rechts hüpfen und abwechselnd links und rechts und dann am besten ist... Achtung, Feind vorne. Am besten... 60. Peakshot. Wo ist er denn? Warte, ich geh mal Strang hoch. Warte mal. Getroffen. Ich hab Granaten, ich muss aber näher dran. Oh, die fahren im Auto rum, ja, das stimmt. Ja, die rennen weg, guck mal, die fahren im Auto. Fuck, die Chinator. Die kommen gleich angefahren, das ist das, da drüben sind sie. Wir sind jetzt in der Zone, wir nicht. Pass auf, warte mal, da oben, da bauen sich welche hoch. Habt ihr das gesehen, da bauen sich welche hoch? Die schießen durch den Baum. Die schießen durch den Baum. Passt auf da. Ja. Unfair, ich hab kein Schild. Ich hab immer noch kein Schild. Ich hab auch kein Schild. Achso, apropos Schild. Ich werde mal schnell einen Schildtrank trinken, ne? Braucht ihr jemand? Ich kann einen Schildtrank abwerfen. Hier, was ist auf der Tango? Wäre voll korrekt. Auf 4 Kämpfe, jawohl. Früher konnte ich nicht mal Sachen droppen, so dumm war ich.
Echte Männer brauchen Menschen. Das habe ich die ganze Zeit auch so betrachtet. Ey, passt an der Treppe hier auf, die hier hingestellt ist. Da ist von innen rumgesprungen oben drauf. Ich weiß. Die sind vorne am Haus. Ja, warte mal, jetzt kommen meine Granadas. So, habt ihr hier eine Waffe hingeschmissen? 360. Schallgedämpfte Maschinenpistole. Brauche ich die? Ach, nimm doch mit hier. Scheidendämpfer. Kommt mal mit. Scheiß Sturmgewehr. Wir kommen hier schon nach. Wir brauchen ja High Ground, sonst können wir es nicht machen. Wir machen militärisch, taktisch Vorlauf. Genau. Mitten. Also bei mir heißt eigentlich... Mitten reinrennen heißt das. Ja. Und auf gut Glück gewinnen. Ja, das ist Selbstmordkommando. Harakiri. Oh mein Gott. Ihr seid auf dem Dach, ne? Ihr seid auf dem Dach. Wollen wir lieber hier oben bleiben und den Highground behalten? Aber mal, die kämpfen da. Süden. Ja, ich seh's, warte mal. Granatas. Ich hab, oh, jetzt wäre so ein Scharfschützengewehr schön. So. Ja. Die schießen. Pass auf, von rechts, rechts. Die schießen. Von rechts hinterm Baum unten. Hab ich. Oho. Aha. Ja, ich, pass auf, die schießen neben mir. Die sind. Ah, die schießen von Ding, 105. Ja, von 105. Von O. Nee, nee, da unten sind die. Wo? Oh, ich seh die Schienen da hinten. Hast du gesehen da hinten? Ja, ich seh ihn. Das Gewehr. Ist mit seinem Lippen zu weit entfernt? Oh, da snipt einer. Warte mal, wo? Die ganzen Bauten geschossen. Okay, okay, aha. Ja, ich hab halt keine Sniper, ne? Ich auch nicht. Der geht rüber. Okay, Richtung Ost. Achtung, die schießen. Oh, da hinten am Baum, hinten am Baum. Er versteckt. Ah ja, von seiner Pistole. Jeder hat einen Sniper, das geht doch nicht, Alter. Ich will auch einen Sniper haben. Ich hab ja keinen Sniper, ich schieße mit dem Maschinengewehr. Ja, ich will auch einen Sniper. Ja, alle Gegner haben einen Sniper, das ist echt traurig. Da oben, ja. So, das ist meine Munition, Alter. Ja gut, den hab ich einmal getroffen. Den hab ich einmal getroffen. 18 Schaden hab ich. Jetzt hab ich getroffen. Oder der hat mich erwischt. Und mich auch. Von Osten kommt, sniped einer. Der von Osten ist echt gefährlich. Warte, Markim, komm zu mir, komm zu mir. Von Osten kommen 2, 3. Ich komm nicht raus, warte, Markim, komm hier runter. Ja, ich bin gleich tot. Komm hier unten ins Haus rein, komm hier unten ins Haus rein, komm. Ich bin da. Schaffe ich nicht mehr, Quitschi. Ich hab nur noch 5. Muss zubauen. Trango, bau mal zu, bau mal zu. Trango, bau zu. Oh, der eine. Ich weiß nicht, wie du bist. Oh, da war ein Team. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir haben ihn geholt. Ey, ist das der Hammer? Nice. Aber pass auf, die Sniper. Der ist Granaten. Da kommt einer. Ich lieg schon wieder. Hinterm LKW. Davor, der kommt. Scheiße. Hinterm LKW? Ich hab ihn getroffen. Ich hab ihn immer erwischt. Davor macht den anderen. Quitschi liegt ja, auch. Ich hab ihn immer. Ich hab ihn. Hab den einen. Ich finde den. Okay, direkt. Ich hab den immer erwischt. Gut. Das schaffen wir ganz locker. Das schaffen wir ganz locker. Das der eine ist noch tot, eine Sekunde. So, du stehst wieder. Quitschi, stehen bleiben. 9 Sekunden. Ja, ich seh das auch. 6. Also, siehst du aus, bitte. Der eine hat mich nicht heftig. Oh nein, nein. So, oh, die kommen mit Granatenwerfer. Der nimmt dich richtig hart ran. Leute, ich brauch Sniper-Munition. Komm da runter, Mann. Komm da runter, Trango. Die schießen, die snipen dich. Warte mal. Ich hab's gerade gesehen, die haben. Ja, genau, ich will ja die haben von links gesniped. Aber wir finden hier keine Verbände und nichts. Markim, hast du Verbände gefunden irgendwie? Nee, gar nichts. Shit, ey. Auch nicht. Wir sind schwer angeschlagen. Kein Schild dran, nichts. Ach, guck mal, wir sind genau in der Mitte von der Zone. Wir sitzen mittendrin, ey. Die kann man so auch rausschmeißen. Er ist schon traurig, dass sein Team mitgeholt hat. Wir haben noch 8 Gegner, Leute. Noch 8. Will ich schon mal so erwähnt haben. Das sind noch 2 Teams. Ich hab ein Lagerfeuer gefunden. Kommt mal her, ihr bekommt dann alle hier. Ach jetzt, was hast du? Ein Lagerfeuer. Kommt mal hier hin. Alle hier rein. Okay, ihr bekommt jetzt hier. Oh, das ist ja wie bei, das ist ja noch nicer als Terraria, ey. Perfekt. Machen wir mal so eine Tür, damit es hübscher aussieht. Ja, das heißt, sie. Das ist wie bei Terraria. Ja, das bleibt das jetzt die ganze Zeit an? Nice. Ach, stimmt, bei Terraria halt ja auch.
In Terraria gibt's auch Honig, glaube ich. Ja. Ey, wieso bin ich jetzt... Meine... Wir hatten die Tür zugemacht, das ist wieder aus jetzt, okay. Geh raus. Okay. So, dann wollen wir mal gucken. Ich hab keine Munition. So, ich hab noch neun Schüsse im Shotgun, noch 54 in einer normalen Pistole, 38 im schallgedämpften Maschinengewehr. Ah, und dann hab ich eine nutzlose. Nice. Weiter, direkt vor uns, Gegner. Danke. Wo vor uns? Ja, wir. Da sind wir genau in der Zone drin, ne? Die wollen jetzt. Ja, ja. Ja, aber das ist halt ein bisschen schlecht, weil. Wir sind halt genau in der Mitte. Die alle zu uns. Ja, sie machen Auge auf uns. Wir wollen uns jetzt hart dran nehmen. Heißt, Drango muss jetzt gewinnen. Genau. Okay, Drango jetzt. Oh, da habe ich gerade gut gebaut. Ja, guck mal. Die Jagdgewehr wird einfach so schlecht gemacht, da kann ich ja gar nichts mehr. Wow. Da ist Abi mit Sniper gehittet. Markim ist... Den einen. Ich weiß es nicht. Heilt er den gerade schon? Ja, gut. Ja, ja, bin schon dabei. Oh, hab einen. Nice. So, stehst wieder. Ja, wow, der ist aber niedergestreckt. Jetzt holt er den noch hoch, Alter. Jungs, wie kann man Sachen runterschmeißen? Inventar, also Steuerkreuz nach oben. Okay. Und dann auf deinen... Und dann... Ich geh mal von dir aus, geh mal... Dann nach oben und dann, dann auf Dreieck. Oder auf Viereck. Ich guck mal hier hinten. Leute, könnt ihr mir Sniper-Munition geben? Ich hab nix. Oder was ist hier? Markin, ich hab einen Verwandt hingeschmissen. Sniper-Munition, es ist die schwere Patrone. Schwere Patrone? Ja, ich hab das auch. Pass auf, schwere Patrone hab ich. Franco, schwere Patrone hab ich, komm her. Drop mal schnell. Hier bin ich. Mach schnell, Ja, du bist witzig. Ach nee, Quatsch, nee, ich hab nur Patronen, Ich hab nur Patronen. Auch schwere. Neun Stück. Ey, wir haben immer noch 8 Gegner, das gibt's doch gar nicht, dass die sich auch nicht gegenseitig bekämpfen. Ah, ja. Schüsse, SO. 195. Also, geht niemals nach unten, damit wir den Highground behalten. Ich sehe, bei N ist noch ein Team. Da hinter dir, Evi. Also hinter dir. Von hier außen. Unten. Schießt ja, ja. Rein. Ich bin auf der anderen Seite. Warte mal, hier liegt doch noch was. Ich geh mal auf Dusty, damit ich den Highground hab. So. Ich hab geschleift, guck mal. Draußen baut jemand, oder? Hier ist ein Team, kommt, bei uns, bei mir. Da kommt jemand aufs Dach. Ja, ich bin auf dem Dach. Ja, da ist guck mal, das sind die größten Bots, die sind schlimmer. So, ich hab jetzt ein Maschinengewehr mitgenommen. Ja, ich es nehmen zu viele Teams. Zwei Teams sind's noch, oder? Ja. Mindestens. Ja, das ist zu viel für die kleine Zone. Nein, die Zone macht's. Wo ist denn die Zone jetzt? Ach, nö. Ja, das ist neu. Ich hab keine Sniper-Money mehr. Ah, die kämpfen, die kämpfen. Die sind abgelenkt. Ich weiß immer nicht, wer hier schießt, ne? Ob ihr das seid oder die Gegner. Weiß ich auch nicht. Ja, das sieht, das hört man am Sound. Du hast es am Sound. Ich höre nur ein. Das hört man am Sound. Wenn der Pop gang. Ich glaube mir, könnte ich das irgendwann noch bemerken. Irgendwann. Da hittet mich einfach, das geht doch nicht. Ah, ich hab gesehen, da hat einer aus dem Baum geschossen. Er hat mich aber gesniped, 88 Meter, boah. Wo bist du? Ja, oben. Ja, wow. Ich lieg. Ja, ja. Ich weiß. Kümmert euch um Drango, Ja, ich lieg hier auf dem Boden. Ja, ich bin oben. Ich versuch runterzukommen. Dafür, ich komm mal runter. Ich versuch's. Ja, wenn's schaffst. Die Rotzen sind eigentlich voll drauf. Wo bist du denn? Ja, und ist da hat jemand die P90 und schießt damit. Dafür hinter dir. Hinter mir? Wo ist? Was seht ihr denn? Ach, hier bin ich. Hier, ja. Genau. Jetzt darf bloß keiner kommen. Bleibt's weg. Oh, die Zone. Die Zone. Wir müssen kommt. Sofort in die Zone. Sofort. Wir müssen sofort weg, ja. Naja, aber so, ich die Zone richtig kaputt. Ja, die haben uns locker bekommen. Weil keine Chance. Bei uns Gegner! Wo? Ja, Alu,
Alter, nein, was ist das denn? Oh, Alter. Darf ich, komm, ich komm zu noch, jawohl. Ibel, Maki, du hast auch Maki, Maki, dreh dich um. Ich hab's so spät gemerkt. Aber bitte. Okay. Jungs und Mädels, das war eine Runde. Ich hab so viele Leute umgelegt, aber es sind jetzt noch vier übrig. Guck mal, es sind jetzt noch vier übrig. Das heißt, das ist. Aber siehst du, wir sind Team Nummer 3. Das heißt, da sind noch zwei Teams da gewesen. Die haben gewonnen. Die Zone. Erstens die Zone, zweitens Munition, drittens Ressourcen. Okay. Das gibt's nicht. So, was haben wir jetzt hier noch im Chat lesen? Wenn wir den Chat nochmal kurz durchschauen hier. Kann ich mitzocken? Darf ich mit dir eine Runde zocken? Ich bin Derf des Wissen. Ladeschut war das mit dem Derf des Wissen übrigens. Nimmst du mich in die Tour mit? Ladeschut gefragt. Okay. Natürlich, klar. Wir nehmen einfach alle mit in unserem Wohnwagen.